In diesem Video werden wir am Beispiel von Ultima demonstrieren, was hyperdeflationäre Tokens sind. Es gibt also viele Klassifizierungen von Kryptowährungen, aber prinzipiell können sie in inflationäre und deflationäre Währungen unterteilt werden. Die Emission bzw. das Gesamtvolumen der Tokens auf dem Markt der inflationären Tokens nimmt zu, während das der deflationären Tokens streng begrenzt ist und abnimmt. Von einer Hyperdeflation hingegen spricht man, wenn das Angebot auf dem Markt rasant abnimmt und die wachsende Nachfrage und das Defizit beginnen, das Preiswachstum stark zu fördern. Warum ist es notwendig, das Volumen der auf dem Markt befindlichen Tokens einzuschränken und zu reduzieren? Damit sich im Laufe der Zeit ein Defizit auf dem Markt entwickelt, das laut Wirtschaftsgesetzen zu einem Wachstum des Vermögenspreises führt. Das Angebot von Ultima ist auf 100.000 Tokens begrenzt. Das ist einer der kleinsten Emissionswerte auf dem Markt. Die Begrenzung der Emission ist nicht der einzige deflationäre Mechanismus. Das wichtigste Deflationstool von Ultima ist das Halving. Das Hauptziel des Halvings besteht darin, die Inflation der Kryptowährungen einzudämmen, indem die Ausgabe neuer Tokens reduziert wird. Das Halving stimuliert das Wachstum des Kryptowährungspreises und erhöht die Nachfrage. Die Halving-Regeln von Ultima gehören zu den strengsten auf dem Markt. Während das Halving von Bitcoin ca. alle 4 Jahre stattfindet, findet die Halbierung von Ultima jedes Jahr statt. Zurzeit kommen etwa 900 Bitcoins täglich auf den Markt, während es bei Ultima lediglich 50 Tokens pro Tag sind. Das tägliche Volumen von Ultima wird jedes Jahr halbiert und bis 2028 wird das Tokenangebot auf dem Markt automatisch von 50 bis auf einen Token pro Tag reduziert. Ein weiteres Produkt, das zur Reduzierung des Angebots von Ultima und zum Wachstum der Tokennachfrage beiträgt, ist die Smart Wallet. Für jede Wallet-Transaktion wird eine Gebühr erhoben, die automatisch für 50 Jahre in der Blockchain eingefroren wird, wodurch der Umlauf von Ultima-Tokens weiter reduziert und der Preisanstieg verstärkt wird. Es gibt einige deflationäre Tokens auf dem Markt, aber nur Ultima ist zu einem wirklich hyperdeflationären Token geworden. Das macht Ultima zu einer sicheren und profitablen Lösung für alle, die mithilfe von modernen Technologien profitieren wollen.